Ja, servus Pyrus und willkommen zu einem neuen Silvesterprospekt auf meinem Kanal. Heute haben wir hier den Zimmermann. Und ja, da sehen wir ganz oben schon richtig geil Leslie D-Böller. Schinken für 3,99. Richtig guter Preis, meiner Meinung nach. Dann haben wir da die Pioni. Ja, ist auf jeden Fall. Oder die Crackle natürlich noch. Ja, ich finde die auf jeden Fall richtig geil. Und die Crown gibt es sogar auch noch. Ich finde die drei Batterien auf jeden Fall richtig geil. Und kann ich euch auch nur empfehlen. Dann haben wir dafür 17,99 Blue Mamba heißt das. Und das ist auf jeden Fall ein ganz guter Verbund für 17,99 meiner Meinung nach. Ja, dann haben wir die Whistler für 1 Euro zum Vorschießen ganz gut. Ja, rechts ein Raketenset, was auch ganz gut ist für 6,99. Rülis. Ja, und für 8 Euro die Standard Heuler Batterie. Ja, dann haben wir hier jetzt nächstes, auf der nächsten Seite auf jeden Fall richtig viel geiles Zeug. Und ja, da sehen wir auf jeden Fall als das dritte Raketenset, also Sky Burners, das finde ich richtig gut für 17,99, kann man sich das auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann haben wir da oben die Rocket Strike für 5,99 gerade mal, was ich auch eigentlich einen richtig guten Preis finde. Im Normal kosten die meistens 2 Euro mehr. Dann haben wir da Super Böller, 2 Schinken für 7,99, ja, ganz okay. The King, mega geile Böller, finde ich auch. Auch wenn sie nicht mehr so gut sind wie 2015, ich finde sie immer noch mega geil. Ja, wo machen wir weiter? Einmal 24, 99, das Night Drive Raketen-Sortiment, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Also ihr seht ja, das ist da so ein riesiges Set, wo in der Mitte auch Kleinzeugs ist. Für 24,99 finde ich, kann man sich das auch mal mitnehmen. Ja, dann haben wir da Pyro-Cracker Schinken für 4,99 von Leslie. Auch richtig gut, würde ich mir vielleicht sogar mal mitnehmen, hätte ich einen Zimmermann. ja, dann haben wir auf jeden Fall die Moskitos für 1,69. Ist noch ein ganz guter Preis, finde ich, aber die kriegt man auch für 1,50 Euro, 40 manchmal. Aber naja, die paar Cent, ja. Dann haben wir da Brick Roopers oder Whoppers, keine Ahnung wie ich es nennen soll, für 1,99. Ja, kann man vergleichen mit den Explode, Big Boards und so weiter und von Heroen die Boards. Auf jeden Fall können die da mithalten von Lassie. Dann haben wir Lady Cracker, ja, für 1 Euro ganz gut. Dann haben wir da oben unten das Jackie Shears oder so heißt das. Ich kann das immer nicht so aussprechen. Für 1,99 auch richtig geil. Neuheit. Ist es, glaube ich, dieses Jahr. Dann haben wir Turbo Turtles. Ja, ganz okay. Und ja, unten noch rechts noch eine Knallkette. Die ist auch ganz gut. Und ja, der Rest gefällt mir jetzt nicht so. Aber die Seite war auf jeden Fall schon ganz geil mit den Moskitos und so. Ja, dann haben wir hier auf der nächsten Seite auf jeden Fall, ja, nicht mehr so gutes Zeug wie auf der anderen Seite. Da sehen wir oben für 19,99 da so ein verbunden mit 3 Batterien. Den kann man sich eigentlich mal mitnehmen. Ist ganz okay. Für 19,99, ich kann die Batterie jetzt nicht aussprechen vom Namen her. Sonst würden wieder alle nur in die Kommentare schreiben. Ja, du kannst die ja nicht aussprechen. Aber naja. Für 19,90 die ist auf jeden Fall auch ganz geil. Ja, dann haben wir da auf jeden Fall Funky Monkey. Ist eine ganz lustige Batterie. Ja, die kann ich euch auch empfehlen. Dann haben wir da noch die ganze böse Reihe unten. Kann ich euch auch empfehlen. Die ist auf jeden Fall auch ganz gut. Und ja, das war's auf jeden Fall mit den guten Sachen auf der vorletzten Seite.
Ja, und dann haben wir hier noch auf der letzten Seite auch nochmal richtig geiles Zeug und zwar um die Retro Collection Böller. Richtig geile Dinger, Alter. Für 7,99 auch ein richtig guter Preis. Die können mit Funke mithalten. Hört man angeblich keinen Unterschied. Dann haben wir da natürlich die President Pyro für einen richtig guten Preis von 84,99. Daneben steht ein Verbund. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ich weiß nicht, ob der jetzt 85 € wert ist. Dann haben wir da ja Raketensets, ist halt Standard. Kann man sich immer eigentlich mitnehmen, außer wenn es Komet ist. Flytrap ist auch ein geiles Sortiment. Ja, die Big Feine finde ich jetzt nicht so gut. Dann nochmal böse Sachen sind geil. Und ja, da unten die Batterie für 6,99 unten rechts. Die kann man sich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und ja, dann war das auf jeden Fall der Zimmermann Silvesterprospekt 2019-20. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht geht der ein oder andere in Zimmermann. Und ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.